herzlich willkommen zu einem nächsten Loot-Chest-Unboxing. Und zwar haben wir diesmal eine Special-Loot-Chest geschickt bekommen, die niemand sonst hat. Sie wurde extra für uns zusammengestellt. Und wir packen die jetzt zusammen aus. Und das Beste daran ist, dass ich am Wochenende im Stream die Sachen, die in dieser Loot-Chest sind, verlosen werde. Yay! Das heißt, ihr schaut am besten am Wochenende mal im Stream vorbei. Ich weiß noch nicht, wann genau, ob Samstag oder Sonntag. Schaut einfach auf Facebook, da poste ich immer, wenn ich anfange. Und lasst uns anfangen. So, und zwar piepst gerade mein Trockner im Hintergrund. Haben wir ein Kitchen Set. Von Homer Simpson, das ist gut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich dann teilweise so Sachen mal auspacke, damit ich sie zeigen kann, ja. Aber ich werde sie nicht benutzen oder so. Ich werde sie nur zeigen. Jetzt haben wir hier einmal ein Kitchen Set mit so einem, wie heißen die Dinge? Dass man sich halt die Pfoten nicht verbrennt im Ofen. Und oh, das ist noch mehr. Oh mein Gott, ist das cool. Ja, ich weiß, ich glaube, das ist sowas wie eine Tischdecke oder ein Lätzchen. Ich bin mir nicht sicher, es ist auf jeden Fall ein Tuch. Ein Handtuch ist es nicht. Ich denke einfach so zum Draufstellen für Essen, so ein Untersetzer halt. So für Teller und so. Und eine, ich glaube, es ist eine Schürze, oder? Wird Sinn machen? Ja, eine Männerschürze. Oh mein Gott, ist das geil. Ich meine, du sollst das sein. Ja. Eine Männerschürze. So zum Kochen, damit eure Frau auch schön bekochen könnt. Sehr cool. Sehr cool. Ich pack das mal wieder zusammen hier. Also, das gibt's auf jeden Fall am Wochenende zu gewinnen. Sehr cool. Hier ein Code von. Das spielen? The Inner World Special Edition. Kenne ich nicht, aber es sieht irgendwie aus wie Don't Starve so ein bisschen. Ist das von den gleichen Machern? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Code für Steam. Nein, sehr cool. Für das Spiel Inner World. Als Special Edition. Wo da noch ein bisschen mehr dabei ist. Das ist eine Codekarte. Ich hoffe, ich habe den Code nicht reingehalten. Dann haben wir. Oh nein, das ist geil. Für einen Schlüssel. Also ihr könnt dann hier den Schlüssel reinstecken. Und hier unten ist dann der Rest vom Schlüssel. Ihr seht das da. Hoffe ich. So sieht man es gut. Von Star Wars. Ich finde es ultra cool. Ich würde es gerade selbst behalten, wenn ich dürfte. Nein, es geht alles an euch. Dann habe ich hier ein Buch von Sega. Das werde ich jetzt auch auspacken. Meine Plastik schmeißt ihr ja eher weg, ne? Obwohl, ich werde es wieder einpacken. Ich packe es ganz vorsichtig aus. Ich habe Skills. Packe ich das aus. So. So, Sega. Ein Buch. Ich bin gespannt. Ach, das ist ein Notizbuch. Nice. Das ist ein Notizbuch, wo man reinschreiben kann. Form von einer Sega. Das ist nett. Das ist cool. Das kann man bestimmt gebrauchen. Es gibt bestimmt einige Schüler und Studenten oder auch halt so, wenn man mal was aufschreiben will, kann man das sicherlich gut benutzen. Dann habe ich hier ein Zombie-Schauergel in Form von so einer, von so einem Infusionsbeutel. Not safe from sun, not even in the shower. Das ist cool. Das packe ich jetzt mal nicht aus, aber. Also es ist, obwohl, kann man das? Oh, guck mal, hier ist sogar nicht eingeschweißt. Oh, könnt ihr euch so aufhängen? Ja, ich find's geil. Müsst ihr halt hier unten dann irgendwie aufschneiden. So. Aber es ist geil. Es ist super cool. Boah, nein, guck mal, hier hinten ist sogar so ein Nupsi. Es riecht sogar ziemlich gut. Das ist cool. Zombieblatt. Zombie-Blut, oh mein Gott, ist das cool. Passend eigentlich zum Horrorstream, wofür die Lutsches eigentlich gedacht war. Aber die Hell dachte sich, nö. Süßigkeiten! Pop Rocks habe ich schon oft genug vorgestellt. Das kribbelt dann so im Mund, schmeckt nach Cola. Ich werde sie nicht alleine auffuttern, ich verspreche es. Boah, eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Jetzt sind wir, oh. Be serious.
Jetzt sehe ich nicht mehr so viel, aber wir lassen die mal auf. Ich glaube, das kommt zum Küchenset oder so. Einmal Pac-Man als Eiswürfel-Dingsbums hier. Boah, geil. Das ist cool. Und das, jetzt muss ich ja wieder die Dings abnehmen. Also sonst sehe ich nichts mehr. Es ist im Dunkel hier drinnen, wie ihr seht. Ein Transformers-Eierhalter. Boah. Und ein Toastcutter. Eckhub und Toastkacker. Eckpopper. Ecktopper. Also hier hinten seht ihr das. Ich weiß noch nicht, was ein Toastcutter ist. Weiß ich nicht. Was macht man damit? Wie macht man das? Das müsst ihr dann zu Hause rausfinden. Und es geht noch weiter, Leute. Es hört nicht mehr auf, glaube ich. Wow. Passend schon wieder zu Batman vs. Superman. Einen Batman-Keyholder. Also einen Schlüsselanhänger. Nicht Keyholder, einen Schlüsselanhänger. Wow. Das ist cool. Das ist cool. Was haben wir noch? Mehr Süßigkeiten. Noch mehr Süßigkeiten. Und zweimal die Nerds. Die sind super lecker. Ich habe mir auch schon welche zurückgelegt. Und Fireball. Bin gespannt. Future Sticker. Dann habe ich hier noch ein Buch. Oder es ist kein Buch. Ach nein, wie cool. Pixelcraft. Könnt ihr Bilder aus Pixeln machen? Hinten sind so, also da sind dann so, ja, Pixeldinger drin. Und dann könnt ihr die als ein beliebiges Bild zusammenkleben. Und da unten ist dann so ein Beispiel, was man machen kann. Das ist auch sau cool. Ich glaube, ich würde mir diese Minecraft-Schwerter machen und so und dann aufhängen. Super. Oh, und eine Ghostbusters-Tasse. Ghostbusters. Wie findet ihr das eigentlich, dass die neuen Ghostbusters von Frauen gespielt werden? Ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, man hätte irgendwie mehr variieren können. Und natürlich Lucha-Sticker. Ich denke, ich werde auch ungefähr 3 Pakete aus dem hier zusammen zaubern. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mich mega darüber gefreut. Ich finde es so cool, Luchest. Ist so geil. Und wenn ihr Bock habt, auch euch einen Luchest zu bestellen und regelmäßig so einen geilen Stuff jeden Monat zu bekommen, dann schaut auch mal unten in die Infobox. Da gibt es den Link zu Luchest. Und wie gesagt, den Kram hier, den verlosen wir im Stream am Wochenende. Samstag, Sonntag, ich bin mir noch nicht sicher. Schaut da einfach mal an Facebook vorbei und da werdet ihr dann erfahren, wann es losgeht. Tschüss, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Gebt doch mal mir und Luchest einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.